wenn ich irgendwie eine Frau kennengelernt habe, wenn ich so wirklich sie hatte, dann die Maske fallen gelassen, dann ging es ab. Ich habe die praktisch manipuliert, wo es nur ging, also wirklich psychisch krank gemacht. Ich bin geschlagen worden. Nicht nur mit der Hand, sondern auch mit dem Kochlöffel. Ich hatte nie so diese Beziehung zu meiner Mutter gehabt, wo ich wirklich mit ihr über alles reden konnte. Sie hat auch viel Alkoholproblem gehabt. Ich habe das oft auch mitbekommen, weil sie voll war. Das war halt nicht schön. Ich habe gar keinen Respekt mehr vor meiner Mutter gehabt. Wenn die irgendwie dumm mir gekommen ist, sage ich, ey, verpiss dich, du Hure. Dieses Bild, was ich von meiner Mutter hatte, hatte ich so auf andere Frauen produziert. Und jede Frau, die ich dann hatte, die hatte ich dann auch so behandelt. Sie ist geschlagen worden, die ist als Schlampe betitelt worden. Es waren für mich einfach nur, ich sag's grob, wie es ist, Miststücke halt. Das war für mich so wirklich wie so Abfallstücke, so Gegenstände. Als René 17 Jahre alt ist, wandert die Familie nach Texas aus. Und hier kann René endlich so leben, wie er es sich gewünscht hat. Er schließt sich einer Gang an. Ich wollte ja immer dahin, dachte ich mir, let's go. Drogen und so, alles klar, Frauen klar machen, kein Problem. Rappen war für mich kein Problem, dachte ich mir, let's go. Als ich mit Kokain schon so zu tun hatte, hatte ich schon lediglich wirklich Waffen um mich gehabt. Ob das Shotguns waren, AK-47, GTA-Lifestyle, genau das will ich. Bist dann da eingebrochen, hast dann das geklaut, da warst du kurz vorm Tod. Wenn du da unterwegs bist, hast du Feinde. Du sagst einmal was Falsches, du wirst umgebracht, du wirst umgelegt. Und es ist immer so, du stehst morgens auf, so lebe ich morgen oder nicht. Immer wichtiger werden ihm damals harte Drogen. Kokain, da bin ich böse drauf hängen geblieben. Man fühlt sich wirklich mächtig. Nach 3 Jahren merkt René, dass das Gangleben ihm nicht gibt, wonach er sucht. Gefühlskalt, ich wurde immer leerer. Ich dachte mir jetzt, das wird mir alles hier zu viel in Amerika, alles viel zu grob. Ich gucke, dass ich hier schnell wegkomme. Zurück in Deutschland will René sein Leben ordnen und beginnt eine Ausbildung als Systemelektroniker. Doch Drogensucht und Aggressivität beherrschen ihn weiterhin und durch Nachlässigkeit verliert er schließlich seinen Job. Es folgen finanzielle Sorgen. Damals geht René eine neue Beziehung ein und die Frau wird schon nach 1 Monat schwanger. René führt die Beziehung so, wie er es gewohnt ist. Ich hatte Eifersuchtsprobleme, ich habe sie geschlagen. Die Beziehung scheitert. Und erstmals in seinem Leben leidet René unter einer Trennung. Er verliert den Boden unter den Füßen, auch finanziell. Meine Welt, die ist zusammengefallen. Ich hatte in 1 Monat 4 Pizzen gegessen. Ich war dünn, wirklich richtig dünn. Ich war irgendwann so hungrig, ich hatte nichts mehr zu essen gehabt. Bin ich hin, habe diese Cornflakes, habe ich praktisch unter der Couch habe ich rausgeholt. Die waren voller Schmutz. Ich habe Schimmel gegessen. Ja, das war eine richtig, richtig krasse Zeit. Und Geld ausgeben für Essen? Nee, Ecstasy-Pillen. So viel wie geht. Dann schreibt ihm die Ex-Freundin, dass sein Kind nun auf der Welt ist. Und René fühlt etwas Ungewohntes. Ich habe mich voll gefreut. Da dachte ich mir, okay, krass, vielleicht ist das ein Neuanfang. Und ich bin dann hin, habe dann meinen Sohn habe ich dann gesehen und es war schön. Das war so, hoffentlich bekomme ich jetzt mein Leben in den Griff. René macht sich auf und findet einen neuen Job. Als er jedoch versucht, mit der Kindesmutter erneut eine Beziehung einzugehen, scheitert dies, wie gehabt, an seiner Aggressivität. René resigniert und versinkt in Alkohol und Drogen. Ich habe jeden Tag, habe ich bestimmt locker 5 Gramm geraucht, bald einen Kasten Bier und noch Jägermeister-Sekt. Ich habe mal alles reingekäfert, was nur ging. Im Rotlichtmilieu unterwegs gewesen, habe dort meine Geschäfte gemacht, in Stripclubs, die Frauen mit nach Hause genommen. Auf diese Art und Weise lebt René, bis ihm eines Abends etwas Ungewöhnliches passiert. So in meinem Kopf hörst du diese Stimme, hör auf, mit den Drogen, Alkohol, so mit allem. René will auf diese Stimme hören. Und tatsächlich gelingt ihm der Entzug und er lebt einige Wochen ohne Alkohol und Drogen. Doch dann wird er rückfällig
Und jetzt gibt René sich endgültig auf. Dann dachte ich mir, okay, gut, ich schaff's eh nicht. Also warum soll ich weitermachen? Ich scheiß auf alles, ich bring mich um. Und diese Gedanken, die gingen immer tiefer. René, du musst sterben. Man kommt auf einmal so die Frage im Kopf, wer ich bin, woher ich komme, was ist der Sinn des Lebens? René sucht nach Antworten im Internet. Und auf einer Seite waren an der Seite Psalmen zu lesen, der mich angesprochen. Und dann habe ich mir eine Bibel bestellt. Ich habe mir vorgenommen gehabt, jeden Tag Minimum 45 Minuten zu lesen. Habe ich durchgezogen. Das hat mich wirklich so richtig gefesselt. Ich habe keine Musik zu dem Zeitpunkt, kein Fernsehen, nichts, nada. Es war nur die Bibel und ich. Und als ich im Johannesevangelium angekommen bin, bin ich zusammengebrochen. Ich habe dieses Gefühl erstmal von Liebe bekommen. Das habe ich noch nie zu spüren bekommen. Wirklich, so wirklich dieses, wow, ich bin angekommen. Ich bin am Boden gelegen, wirklich, ich habe geheult. Und Gott hat zu mir gesagt, du gehörst mir, René. Du lebst jetzt dein Leben für mich und ich mache dich neu. Ich werde dir den Weg zeigen. Dann legt mir auf einmal Gott aufs Herz, René, schreib mal deine ganzen Sünden auf. So, was dir gerade einfällt, schreib's auf. Vielen Menschen habe ich Unrecht getan und er hat zu mir gesagt, René, du gehst jetzt hin, all die Menschen, die du aufgeschrieben hast, und entschuldigst dich bei denen. Bei der Mutter von meinem Sohn habe ich angefangen. Mich entschuldigt für meine Taten. Gott habe ich vertraut. Er hat mir praktisch einen Psychologe, einen Psychiater und einen Suchtberater zur Seite gestellt, wo ich jeden Monat hingegangen bin. Und das hat mir geholfen. Ich bin befreit worden von den Drogen, vom Alkohol. Auf dieser Gangsterschiene habe ich nichts mehr zu tun. Ich weiß ganz genau, keiner kann so tief fallen, damit Gott ihn nicht da rausholen kann. Mein Herz brennt wirklich für diese Menschen, dass die wirklich von diesen Drogen wegkommen. Ich versuche definitiv, Menschen zu helfen, für Menschen da zu sein. Also Gott hat mich da schon 180 Grad gedreht.